Rakele ist eine Ortschaft der Provinz Lecce mit fast 11.000 Einwohnern. Von der Provinzhauptstadt ca. 54 Kilometer und 6 Kilometer vom Ionischen Meer entfernt. Ihr Küsteortsteil Torre Suda liegt direkt am Meer. Der ursprüngliche Name von Rakele war Heraklea, von Herakleios stammend, ein von Kaiser Augustus befreiter Sklave. Er habe zur Geburt der kleinen Ortschaft Rakele beigetragen und als Stadtwappen eine Wölfin gewählt, die die Zwillinge Romulus und Remus säugt. Laut einer anderen Legende stamme der antike Name aus dem griechischen Heros und Mythos Herakles oder Herkules. Das würde die Verbindung von Heraklea mit der alten griechischen Kultur erklären. Eine Volkslegende erzählt, dass als der heilige Nikolaus der Pilger in Rakele ankam, die Bürger von Rakele ihn nicht erkannten und isolierten ihn. Sie dachten, er wäre ein verrückter Ausländer. Als sie dann bemerkten, dass die eigenen Söhne ihn verehrten und seinen Lehren zuhörten, vertrieben sie ihn endgültig aus der Ortschaft. Seitdem wurden die Bürger von Rakele Lipaci, das heißt die Verrückten, genannt. Der Palazzo hat eine Einrichtung aus dem 15. Jahrhundert und entsteht auf einer vorherigen Festung normannischen Ursprungs. Ursprünglich war er quadratisch und hatte vier Türme an seinen vier Ecken. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beschäftigte sich die Feudalfamilie Tolomei mit der Palastrenovierung. Die architektonischen Elemente zur Verteidigungsfunktionen wurden beseitigt. Auf dem Eingangsplatz der Hauptfassade unter der Familienwappen der Familie Basotto gibt es ein großes Portal neapolitanischer Abstammung, das auf das Jahr 1770 zurückgeht. Ursprünglich war der Gebäudevorplatz sehr viel größer. Hier stand die Pfarrkirche, die dem heiligen Georg gewidmet war. Er war sehr elegant und prächtig und mit einer Loggia mit Blendbögen verziert. Die Bögen werden von einzelnen Säulen gestützt und haben eine quaderförmige Basis. Über die ins Zentrum führende Hauptstraße hinaus, wo bis 1864 die normannische Porta Terra, einer der Eingangsportale des Städtchens, stand, steht jetzt der Uhrenturm, der den Lebensrhythmus der Bürger von Rakele durch die Glockenklänge bestimmt. Der ursprüngliche Turm geht auf das Jahr 1123 zurück, als die heute nicht mehr vorhandenen Stadtmauern gebaut wurden. . 1534 wurde der Turm in Ohrenturm umgewandelt und mit einer Glocke des 11. Jahrhunderts ausgestattet. Leider beschädigte das tragische Erdbeben des Jahres 1743 das gesamte Gebäude. Es wurde wieder aufgebaut und die ursprüngliche viereckige Form wurde beibehalten. Der Glockenturm liegt auf der anderen Seite der Straße, wenige Meter vom Uhrenturm entfernt, neben der Pfarrkirche von Rakele. Er wurde 1123 gebaut.
Ursprünglich fungierte er nur als Wachturm. Heute kann man nur einen Teil der ursprünglichen Gebäude von Portaterra bewundern. Obwohl er am Anfang kein Glockenturm und viel kleiner als heute war, war der Turm mit einer Warnglocke ausgestattet, die bei Gefahr schlug. 1395 wurde er von dem ersten Erdbeben zerstört, das den ganzen Salento erbeben ließ. Er wurde zum ersten Mal 1408 wieder aufgebaut. Das kann man am Gedenkstein bemerken, der auf das letzte Gesims des Turmes neben der Wölfin gesetzt wurde. In der Altstadt von Racale kann man die Pfarrkirche der Heiligen Maria des Paradieses bewundern, die 1743 vom schrecklichen Erdbeben zerstört und auf den Resten des vorherigen Gebäudes errichtet wurde. Die Kirche wurde im Jahr 1756 von Mastro Domenico Saracino aus Martano erbaut. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie wegen des beträchtlichen Bevölkerungswachstums und Strukturproblemen restauriert. Die Restaurierung dauerte von 1908 bis 1912. Nur einige Reste des Gebäudes sind heute erhalten, darunter einige byzantinische Fresken, die die Seitenwände verzieren. Die Sakristei ist vom kulturellen und historischen Gesichtspunkt ausgesehen sehr wichtig. Sie kann sogar als ein kleines Museum betrachtet werden. Im Museum werden römische, byzantinische, venezianische Münzen aufbewahrt, die während der Restaurierung gefunden wurden. Es gibt noch andere Gegenstände, die an die antike Vergangenheit erinnern. Der St. Sebastian Platz ist das Herzstück des Städtchens und stellt seit jeher den wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkt von Racale dar. Auf dem Platz gibt es einen öffentlichen Brunnen, der in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts während des faschistischen Regimes gebaut wurde. Darauf ist der Stadtwappen der Gemeinde von Racale mit der Wölfin, die die zwei Zwillinge Romolo und Remo säugt, nach der typischen römischen Symbolik abgebildet. Der Brunnen verziert den ganzen Platz und kühlt die heißen Sommertage ab. Wenige Schritte von der Altstadt gegenüber dem ehemaligen Portaterra steht der wunderschöne Hippolyte Palazzo. Das Gebäude geht aufs Ende des 19. Jahrhunderts zurück, aber man weiß nichts Genaues über seinen Bau und seine Geschichte. 2012 wurde das Gebäude dank zweier Kulturvereine und einer Genossenschaft restauriert, die heute in enger Kooperation arbeiten und zusammen die durchzuführenden Tätigkeiten planen. Während der Restaurierung des Hippolyte Palazzos wurde die Stadtbibliothek in zwei Räumen im Erdgeschoss verlegt. Im ersten Stock des Hippolyte Palazzos ist heute das Museum des Auswanderers und eine Fotoausstellung eingerichtet. Alle die Tätigkeiten, die heute im Hippolyte Palazzo ausgeübt werden, sind mit der Altstadt und mit den Bürgern von Racale verbunden und das macht aus dem Palazzo heute ein wichtiges Kulturzentrum. Wenn man sich von der Altstadt entfernt, erreicht man den wunderschönen, vor kurzem umstrukturierten Stadtpark, Sonnengarten genannt.
Sein Name ist sehr suggestiv und spiegelt die Schönheit der Natur wider, die in diesem kleinen Stück Paradies vorhanden ist. Er wird von den Bürgern von Ragale sehr intensiv genutzt. Heute ist der Sonnengarten ein öffentlicher Raum, wo die Bürger von Ragale ihre Freizeit verbringen und sozialisieren können. Ein kleines Stück Paradies inmitten von Pflanzen und Blumen der Wälder am Mittelmeer in Verbundenheit mit der Natur. Der Menhir Castelforte, einst Crocicchia genannt, trägt diesen Namen durch ein Lehnen des Nachbarorts Taviano, wo er ursprünglich stand, als er im 19. Jahrhundert von Cosimo de Giorgi gefunden wurde. In der Folgezeit wurde dieser Menhir vom Forscher Pino de Nuzzo in Ragale, wenige Meter von Castelfortes Peripherie, lokalisiert, wo es eine alte Felsensiedlung gab. Seit damals wird der Menhir Castelforte genannt. Man denkt, dass die Menhire in der Vergangenheit rituellen Gottendienste gedient haben. Ihre Formgebung lässt an die Phallus-Symbologie denken. Vermutlich wurden sie während Befruchtungsritualen der großen Göttin Mutter Erde genutzt. Die Dolmen sind Zeugnisse der salentinischen Megalithbauwerke. In Ragale gibt es den Dolmen Specke, das heißt gemeint in einer Erhöhung, auch Ospina genannt. Leider kann er in seiner ursprünglichen Pracht nicht bewundert werden, denn er ist seit langem umgefallen. Er liegt am Füße des Hügels Specke, auf einem alten Feldweg, der von Ragale nach Torre Suda führt, neben der Masserie Ospina. Man dachte am Anfang, dass die Dolmen Opferaltäre seien. Nach Ansicht vieler Gelehrter stellen die Dolmen eine Art prähistorisches Grabmal dar. Eine andere Art salentinische Megalithbauwerke sind die Steingräber, das heißt kleine Hügel aus gesammelten Steinen, die auf größeren Anhöhen von Städten gebaut wurden. Viele Forscher behaupten, dass die Steingräber zu Ehren einer hochstehenden Siedlungspersönlichkeit gebaut worden seien. Deshalb wurden viele Steingräber des Salentos zerstört, um vermeintliche versteckte Schätze zu entdecken. Was gefunden wurde, wurde in Mundart Acchiatura genannt, das heißt die Entdeckung. Laut historischen Aufzeichnungen wurde die neue kleine Kirche an die Madonna der Flüsse gewidmet. Sie wurde gebaut, um den denkwürdigen Sieg einer Schlacht des Jahres 1547 der salentinischen Bürger gegen die türkischen Invasoren zu feiern. Das byzantinische Gotteshaus war völlig in Fels gehauen und 1611 wurde ein anderes Gebäude auf seinen Ruinen gebaut, das der Erzpriester Don Pompeo de Benedictis sich wünschte. Laut historischen Aufzeichnungen wurde die neue kleine Kirche an die Madonna der Flüsse gewidmet. Sie wurde gebaut, um den denkwürdigen Sieg einer Schlacht des Jahres 1547 der salentinischen Bürger gegen die türkischen Invasoren zu feiern. 1711 wurde sie renoviert und erweitert. Ein wunderschönes halbkugelförmiges Gewölbe wurde gefertigt. Sie wurde mit großen Leinwänden verziert, die das gesamte Kirchenschiff ausschmücken. Die Ortschaft von Torre Suda liegt direkt am Meer. Sie wird von einigen typischen architektonischen Arbeiten charakterisiert. Unter diesen ist unbedingt der Küstentor, der vom historischen und kulturellen Gesichtspunkt auch sehr wichtig ist. Er wird entweder Torre Suda oder Torre di Suda
literarisch der Turm, der schwitzt, genannt. Es wird erzählt, dass irgendwann in der Geschichte der Turm nicht mehr als militärischer Wachturm diente. Er wurde folglich geschlossen und als Wassertank für die Bürger der Ortschaft genutzt. Im Anschluss an die Wasserausdünstung schien es, als ob der Turm zu schwitzen anfing. Daraus stammt der Name Suda, auf Italienisch schwitzt. Sehr suggestiv ist auch eine andere Theorie, laut deren der Name Suda von Udo, das heißt Wasser, stamme. Es handele sich aber nicht um das einst im Turm enthaltene Wasser, sondern um die Mündung einer Wasserquelle, die einst an der Küste dieser Ortschaft lag. Ab 2012 hat man angefangen, das gesamte Gebiet an der Küste zu verbessern und zu erschließen. So entsteht der Küstengarten des Mittelmeers, wo Bürger und Touristen Sport unter freiem Himmel treiben können und Kinder im neuen Freizeitpark Spaß haben. Die gesamte Küste der Ortschaft von Torre Suda ist felsig, niedrig und glatt und erlaubt einen leichten Zugang zum Meer. Die Felsen der Küste sind dem Karstphänomen unterworfen, das über die Jahre mit seiner anhaltenden erosiven Tätigkeit zur Formation kleiner Grotten beigetragen hat, die smaragdgrüne Farbe des Meeresbodens widerspiegeln. Die Besucher können atemberaubende Landschaften genießen, salzige Luft atmen und die Farben der Felsvegetation und des wunderschönen Meers bewundern.